Okay, ich glaube, wir sollten anfangen, bevor Servus. Wir weiter... Servus. Ja, genau. Wir wollten doch nochmal hier die anderen Toten uns genauer anschauen. Genau, erhebt euch. Osiak, Bone Reapers und die Nighthounds. Und die Nighthounds haben ja sogar einen ganz neuen, oder zumindest den neuesten Battleturm. Sogar. Mhm. Ja. Die sind ganz up-to-date. Das ist eigentlich auch cool. Ja, ich bin da tatsächlich gespannt. Also die beiden hatten wir jetzt beim letzten Mal. Genau. Das war schon geil. Ja. Also ich mag beide Einheiten, also beide Fraktionen sehr gerne. Was ich kurz sagen, was wichtig fand, war, dass ich nicht zu verrückt bin, aber ich hatte die Komplexität gemerkt. Ja. Aber ich stehe da auch ein bisschen drauf. Jeder hat so seinen Laster. Genau. So, aber jetzt Osiak Bone Reapers, weil da hatten wir ja schon mal in den Anfangsvideos, da haben wir da schon kurz drüber geredet, den Verbündeten oder Co., weil ja die anderen die Skelette erheben. Ey, Bruder, komm mal rüber. Komm rüber, bist auf unserer Seite. Und die so, ey, Alter, warum gehst du da rüber? Oh, ich geh auch. Ja, natürlich cool. Auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Hast aber du da denn andere Informationen? Was macht die Osiak Bone Reaper denn aus? Also meine Idee war jetzt, es sind Konstrukte, so Knochenkonstrukte so ein bisschen. Ja, das ist ja auch eine starte auch mal den Teil. Ja, genau. Also Osiak Bone Reapers ist ja auch eine ganz eigene Hierarchie für sich, ne? Mhm. Mit ihren eigenen Anführern und so weiter. Auch die können ja Nagash mit ins Feld führen, ne? Steht auch da schon im Battleturm drin. Ist natürlich das Obercharaktermodell. Ja. Ja, Osiak ist natürlich so ein bisschen, ich glaube, da scheiden sich auch die Geister, weil es sind natürlich Skelette. Und da denken vielleicht viele altgedienten Spieler so, ja, ist das nicht Khemri quasi, ja, ne? Auch Fantasy. Aber dann ist ja auch Khemri und, okay, da gab es ja auch die Vampire-Accounts, aber selbst da gab es ja auch Überschneidungen. Genau, also es hat schon wieder so ein bisschen so, aber ja, ich glaube, man hat da auch sehr genau drauf geachtet beim Produktdesign, dass die nicht zu ähnlich aussehen. Ja, die Skelette sehen anders aus. Genau, die Skelette sehen anders aus und es gibt auch ganz viele, oder es gibt jetzt auch, ich sag mal, keine Überschneidung bei den Einheiten. Mhm. Also klar, du hast natürlich Skelettkrieger mit Schilden und so, da wirst du nicht drum rumkommen, aber es gibt zum Beispiel keine Streitwagen, es gibt nicht die auf diesen Schlangen oder ähnliches. Ne? Also das haben sie scheinbar alles schön weggelassen. Ja? Also Osiak Bone Reaper ist wirklich als neue Fraktion aufgezogen worden. Die sind auch, als der Battleturm rauskam, waren die sehr, sehr stark. Ja, wie sieht das eigentlich aus, nicht der Battleturm rauskam, von der Lore her, wo kommen die her? Ach, da hast du doch hier mich wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, das wäre jetzt so meine persönliche Frage. Ja. Grob irgendwas? Ja, irgendwann mit Zisch. Wie immer. Also bei den Nighthounds weiß ich ja, das war das Nekrobeben, alles cool. So, aber... Ja, die haben ja gar keine Vorgeschichte in Fantasy, ne? Das heißt, also so... Die sind ja komplett neu AOS-inspiriert. Das heißt, müssen wir eigentlich mal gucken, vielleicht nochmal 1000 für den Imperator. Ich weiß gar nicht, ob die eine Folge hatten zu Osiak. Ja, mich würde das tatsächlich interessieren. Ja. Weil das ist so, ich finde es halt irgendwie cool, aber ich weiß noch nicht, warum. Ich würde gerne wissen, warum. Nee, ich kann dir jetzt ein bisschen regeltechnisch sagen, warum die cool sind. Erzähl mal. Also was macht die cool aus meiner Sicht? Die haben eine Sonderregel und das ist besonders... Ich glaube, damit muss man ein bisschen umgehen können, aber dann ist das eine Riesenstärke. Die sind nämlich raus aus diesem klassischen Befehlspunkt-Game. Ups. Weil die keine Befehlspunkte kriegen. Die kriegen, ach, wie heißt das? Ich muss mal gucken, bei denen einen eigenen Namen. Mhm. Und die generieren die quasi auch für sich selber. Und das kannst du natürlich durch Helden und gewisse Fähigkeiten nochmal buffen. Ja. Das erlaubt dir aber halt auch, Dinge doppelt zu spielen zum Beispiel. Ja. Wie heißt das bei denen? Rein ohne Dissens. Nee, das ist keine Kampfrock. Unerbitterliche Disziplinpunkte heißt das. Total geil, dann kriegst du, wenn dein Held auf dem Schlachtfeld ist, immer schon mal ein, du kriegst so ein und du kannst am Anfang einmal würfeln für jede Einheit und bei einer 6 kriegst du auch nochmal ein. Also wenn du viele Einheiten spielst, kriegst du potenziell nochmal ein paar von den Disziplinpunkten dazu. Ne, und da kannst du wirklich natürlich viel einsetzen, wo du nachher sagst, oh, ich habe nur 2 die Runde, die fallen mir weg. Und der so, ich habe 5, 6, 7. Mach mal. Ja, ich mache das und das und das und das. Ach, und das mache ich 2-mal, weil es geil ist. Ja, aber das finde ich auch nicht so schlecht. Also es passt ja auch thematisch so ein bisschen zu diesen Knochenlegionen. Also für mich sind es immer noch Knochenkonstrukte, dass die sind ja auch immer weiter ausgebaut. Teilweise bauen sie ja noch mehr Platten an, gefühlt. Ja. Und so. So sehen die halt einfach aus, also wie so Knochen-Golems. Ja, oder auch so Mutationen, ne? Dann haben die auf einmal 4 Arme. So. Ja, genau, die können einfach einen neuen anbauen. So, klopf, steck an und dann geht's los. Ist das mein Bauchkastensystem? Ja, irgendwie schon. Also das ist so meine Idee tatsächlich, die ich so im Kopf immer habe, deswegen ein Konstrukt, weil du einfach sagen kannst, okay, ja, komm, 2 Arme sind zu wenig, ich brauche 4, damit ich mehr Hackfleisch machen kann. Coole Sache. Ja. So, und
dadurch hast du ja auch, dass du, ich sag jetzt mal, dieses menschliche Gewissenhafte rausnehmen kannst oder auch die Angst. Wir haben ja wie fast alle wahrscheinlich einen Moralwert von 10. Ja, ja, gut. Ne? Tod, alle quasi Moral 10 durch die Bank. Und dadurch hast du da natürlich dann auch, okay, ja, ich glaube, bei Ossiak musst du gar keinen Kampfstocktest ablegen. Ich glaube, das war eine deren Regeln. Guck mal, nochmal. Das heißt, die machen, die treiben das gerade komplett auf die Spitze. Keine Kampfstocktests. Ne? Genau. Ne, wie alle Todeseinheiten, natürlich auch ein Sechser, Feel No Pain. Ja. Also das haben wir hier alle, die wir auf dem Tisch haben, aber das ist, finde ich, ist immer schon ein mächtiges Brett. Ja. Und die haben zum Beispiel im Vergleich zu den Flash Eaters auch noch einen recht guten Schutzwurf meistens. Ja, ja, das sind ja Knochenpanzer ohne Ende. Ja, und dann hast du teilweise nochmal so eine Unterfraktion, die macht ja plus 1, also dann haben auf einmal die Standard haben einen 3er Schutz. So, what? plus 6er Feel No Pain, so. Ja, und dann halt auch nochmal, nicht so extrem wie die Soulblight, aber schon an der einen Stelle, ich kann nochmal Modelle zurückholen. Du darfst erstmal noch mit allen zuschlagen, bevor sie vom Feld gehen. So, what? Ja, das ist natürlich, also die sind Hammer, echt hartnäckig. Und die haben halt wirklich auch ganz, ganz coole Modelle, ne? Wie zum Beispiel das Katapult. Ja. Das hat 3 verschiedene Feuermodi. Ach so, das heißt, du brauchst nicht mehr 3 Modelle bauen, sondern du kriegst einfach Feuermodus. Genau, du kannst sagen, diese Runde schieße ich mit der, wie sagt man? Kugel. Ja, Kugel, Munition, wollte ich sagen. Ach so. Ja. Und, also das ist eigentlich ganz nett gemacht. Modelle finde ich manche nicht so hübsch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Aber ich glaube, da lässt sich halt auch derbe drüber streiten. Ja. Die Bandbreite ist okay. Also so, wenn ich jetzt mal vergleiche zu Flash Eaters und Soulblight, wäre es eher mittig. Ja. Also es hat mehr als die Flash Eaters. Mhm. Geschätzt, ich habe sie nicht gezählt, irgendwie 17, 18 vielleicht. Ja, ja, gut. Ja, das ist ja schon. Haben aber auch, wenn ich mich recht erinnere, kein Geländestück. Mhm. Ja. Ist immer so ein kleines Manko. Ja, und jetzt ist der Codex natürlich, oder Battletome, auch ein bisschen in die Jahre gekommen, in die Monate gekommen, aber der, finde ich, ist noch gut kompetitiv. Mhm. Also damit lässt sich, glaube ich, noch gut spielen, wobei die siehst du gar nicht so häufig auf dem Feld. Kann natürlich jetzt aber auch eher ein optisches Thema sein. Ne? Ja, gut. Unsichtbarkeitszauber. Siehst du mich auch. Genau, die unsichtbar. Ja, aber das... Also ich finde die, so eigentlich ganz, ganz cool. Ich finde die spannend, weil das sind so die persönlich, die mir aber auch am wenigsten sagen, ne? Weil ich die sind so unauffällig. Ich hab keine Lore dazu. Ja. Ne? Die sind für dich auch unsichtbar. So, genau. In dem Fall halt im Gegensatz zu den Nighthounds, wo dann ganz klar, da wird ja auch in jeder Story darüber berichtet, wie die Nighthounds auf einmal durch die Reiche der Sterblichen fegen. Ja, ich bin ein fieser Lügenkobold, die haben ja wohl ein Geländestück. Oh, oh. Und das war sogar ganz geil. Der Bone-Type Nexus. Komm, den zeige ich auch mal nach vorne. Ja. Weil der hat nämlich mehrere Aktionen. Der kann dir schaden, also dem Gegner schaden oder den eigenen helfen. Ja, gut, das sieht gut aus. Ja, ja, das ist gut. Das ist aber auch recht groß. Also recht kann das doch sehen. Platzintensiv. Ja, da ist der Bone-Type. Also Nexus. Haben die sowohl ein Geländestück als auch Endless Spells. Also die haben doch das volle Ding. Ja, gut, aber dieses Ding sieht... Da sehen wir aber, pass auf, jetzt geht's Richtung Camry und Necron. Ja. Guckt dir mal das Geländestück an. Das ist schon ziemlich Necron. Ja, das könntest du in alles reinpacken. Ne? Ne? Genau, also ich wollte gerade sagen, also ich glaube, die haben sich vielleicht wirklich, guck dir mal nochmal das Gesicht vorne an, das ist schon ziemlich Necron. Ja, ja. Also, ne? Ja, ich das glaube, ist ja auch immer das, was da so ein bisschen wabert. Ne? Ja, genau. Also, Necron sind ja auch eher ägyptisch angehaucht, ja. Also, oder koptisch. Ja. Ne, so in die Richtung. Und die hast du. Das passt ja schon wieder so. Natürlich, das war auch, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung nach Motto, wir versuchen jetzt ein Pendant in Age of Sigmar zu platzieren, ja, Klammer auf. Nicht genau das gleiche, damit ihr neue Modelle kauft, Klammer zu. Ja. Aber das mit den Necrons, die waren ja auch früher mal aus nicht erlebendem Metall. Ja, genau. Genau, und das heißt, das könnte, ne, wenn die das lore-technisch diesen Sprung machen wollen, finde ich das geil. Weil wäre valide und gibt ja auch mal wieder Hinweise zu. Ne? Ne, das finde ich halt wirklich geil. Also wenn man dann sagt, wir fehlen, also hier die Vampire, die haben sie ja einfach reingenommen. Ja. Ne, die heißt dann auf einmal Blood Angels. Was? Oder Nighthunter, oder wie hießen die? Nightlords? Nightlords, genau. Ist ja alles das Gleiche. Entschuldigung. Boah, Ketzer. Wir müssen schnell wechseln hier, sonst gibt es hier gleich noch Untote. Du lässt mich vor mir am Leben, finde ich gut. Ja, aber wie sah denn das aus? Also das heißt, besondere Eigenschaften gehen nicht kaputt, keine Generalpunkte, sondern Befehlspunkte. Keine Befehlspunkte, genau. Kein Kampfstock-Test, was ich ziemlich cool finde. Ja. Und was ich geil finde, ist, die haben einen Katapult und du denkst, so,
Einsteigerfreundlichkeit. Einmal. Mittel für beides. Komplexität ist eigentlich ganz gut. Man muss halt natürlich so ein bisschen gucken dann, ne? Wenn ich jetzt gerade einsteige, ich lerne gerade, wie geht das mit den Befehlspunkten, und dann habe ich ein eigenes System. Der andere spielt ja trotzdem das Befehlspunktsystem. Also ich muss das so ein bisschen beides auf dem Schirm haben. Und die bieten halt auch viele Charaktermodelle, wo ich dann wieder gucken muss. Ne? Wieder so, es gibt wieder einen, der bufft dann die Einheiten eher, so das Thema Keyword, wie bei den Soulbrides. Nicht, also hier, da ist es noch extremer. Hier fängt es so ein bisschen an. Ja? Und Preis-Leistung, ja, die Starterboxen, also da gibt es natürlich jetzt nur die neueren. Es gibt auch schon mal so eine große, gab es jetzt Weihnachts- oder Special Edition Box. Umgekehrt, man braucht nicht so extrem viele, weil die teilweise Punkte intensiv sind. Ja. Ja? Deswegen eher Mittel. Es ist nicht günstig. Ne? Günstig also waren die Flash Eaters. Was zahlen so für die 1000 Punkte? Was schätzt du? Boah, ohne jetzt genau eine Liste zu haben, aber ehrlich gesagt so GW 250 bis 300. Also dann sogar noch teurer als meine kleine Liste. Ja, aber auch so ähnliche Preislage. Ne? Das finde ich halt immer so spannend. Ne? Wenn 1000 Punkte willst du ja schon spielen. Ja, ja, da fängst du ja an. Ne? So. Aber das war, ich glaube, an 300 Euro am Tisch legen. Ja, aber ja. Doch 250 finde ich auch viel. Ja. So 150 finde ich immer für ein Spiel immer noch okay. Ja. Also persönliche, also jetzt halt nicht eh eskaliert, aber ja, ja. So als Einsteiger, alles über 150, boah, dann, ich sag, ja, dann macht ihr die Scheiße. Dann macht das nachher keinen Spaß. Und dann musst du ja noch bauen und bemalen und so weiter. Ne? Und weißt vielleicht gar nicht, ob der Spiel gefällt. Ja, gruselig. Ja, aber gut. Aber durchaus, also ich finde, ist eine spannende Fraktion. Ja, und komplett im Mittelfeld, was Komplexität und Einsteigerfreundlichkeit angeht. Finde ich auch okay. Also wenn du Untot spielen willst und willst dir nicht zu schwer machen, machst du wahrscheinlich dann einen von den beiden bis jetzt. Also genau. Okay, Flash Eater fand ich halt... Flash Eater, haben wir ja letztes Mal gesagt, ist preislich und Komplexität Banner. Ist eigentlich... Also das ist die Einsteigervariante, das ist die Expertenvariante und die wäre jetzt im Mittelfeld. Ja, no. Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch Nighthorns. Genau, wenn wir jetzt den Bogen schlagen. Dann machen wir einmal kurz den Timer. Genau. Die sind auch Mittelfeld. Was Komplexität zumindest angeht. Mhm. Weil, ganz, also was auf jeden Fall ganz weit oben auf der Pro-Liste ist, ich glaube, bis auf zwei Modelle oder so, hat alles einen Vierer-Schutz. Wurf, per se. Klammer auf. Plus den Sechser-Retter, den die alle haben. Mhm. Plus, jetzt will ich nicht lügen, aber. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, der Schutzwurf kann nicht modifiziert werden. Bitte was? Ja. Die haben vierer Retter, aber kann nicht modifiziert werden. Ignoriere Modifikationen auf Schutzwurfattacken. Positiv wie negativ? Positiv wie negativ. Aber das heißt, du hast eine Armee, die hat ein, bis auf, ich glaube, zwei, drei Modelle, vierer Schutz. Ja, egal, ob der jetzt ein kleiner Git ist oder ob da ein Mega-Gargant ist. Du schützt auf die vier. Und wenn es dann durchgeht, machst du halt noch einen Sechser Retter eventuell. Also den würfelst du eher, aber. Ne? Also die sind schon ja, zumindest tough, was das Aushalten ja, gut, angeht. Ne? Ist, ich meine, klar, wenn du so durch die Luft schlägst und dann den Staub verwirrt. Wenn du körperlos bist, ne? Ja. Nur so ein fliegendes Handtuch. Wenn überhaupt, ne? Wenn überhaupt so ein fliegendes Handtuch. Und dann Thema Fliegen. Alle Einheiten haben Fliegen-Keyword. Krass. Alle. Ja. Also ich meine alle, müsst ihr jetzt nochmal, aber ich glaube, da waren wirklich alle mit dem Fliegen-Keyword. Das heißt, Gelände ist für dich kein großer Faktor. Zumindest so als Hindernis. Klar, Sicht, ne? Aber können die durch Wände? Ja, wenn du fliegen kannst, kannst du ja über Gelände hinweg fliegen. Ne? Du darfst nur nicht drauf landen. Aber dann ist egal. Selbst wenn das hier das Hindernis ist, du kannst quasi drüber fliegen, durchfliegen. Wahrscheinlich haben die das dadurch halt ohne Zusatzregel dann genau. Simuliert. Ja, genau. Du kannst ja dann quasi durch Gelände oder drüber, ist ja egal. Es geht ja nur um die Distanz, die du zurücklegst. Und die haben halt noch so ein paar Effekte. Das ist auch ganz nett, dass wenn sie auf den Gegner... reinchargen, also einen Angriff, dass du dann nochmal für den Gegner würfelst und dann ist der quasi so geschockt oder gelähmt oder so. Je nachdem, wie gut du würfelst, ist das dann, dass der zuletzt zuschlägt oder dass der schlechter trifft oder dass der Schutz schlechter ist. So ein bisschen wie die Untotenarmee von Herr der Ringe, wo die von dem Boot, im Film kommen ja vom Boot runter, ne, und schwimmen da rein und kämpfen ja tatsächlich. Ich glaube, im Buch lenken sie die nur ab. Oh, das weiß ich nicht, das ist zu lange her. Ja, genau, bei Buch ist bei mir auch zu lange her. Filme gucke ich ab und zu nochmal. Aber das so ähnlich kann ich mir das vorstellen. Die brannten da rein und die Leute so, oh, Geister. Ja, genau. Vor allen Dingen kumulativ. Ja? Also du kannst zwar den Effekt nicht doppeln, aber wenn du jetzt mit mehreren Einheiten chargst und mit der einen machst du den Effekt, dass die, weiß ich nicht, ne, schlechter treffen und mit der anderen, dass der Schutzwurf ist, gelten beide. Ach, krass. Also das kann wirklich fies sein. Umgekehrt muss ich sagen, brauchen die auch, weil die Einheiten selber jetzt nicht
hammermäßig austeilen. Mhm. Da sind wirklich viele so eher so, naja. Okay, das also, heißt, die sind eher defensiv. Also, die sind schlecht zu treffen. Ja, genau. Also, deren Stärke ist, dass sie den Gegner schwächen. Sagen wir es mal so. Ja. Ja. Genau, die machen, ziehen den aufs gleiche Niveau runter. Ne? Ja, genau. Die ziehen ihn runter, beziehungsweise sorgen dafür, dass sie selber halt nicht so schnell und ja, nicht so schnell getötet werden. Mhm. Nochmal. Ja, endgültig, wie auch immer. Hätte ich den auch dann wieder exorziert. Dauert ja ein paar Wochen. aber die hauen jetzt auch nicht alles kurz und klein, also zumindest nicht so ohne weiteres. Ja. Also da war jetzt wenig mit Wucht und ähnliches oder mit super viel Damage. Das ist halt so ein bisschen, ja, aber das passt dann halt auch. Ne? Das ist dann stimmig. Die sind ja eher einfach, kommen dann angeflogen und sind lästig und ja, nerven halt irgendwann, weil du sie nicht klein kriegst und mähen dich so nach und nach nieder. Ja, nicht wie so ein Gargant, der kommt und haut alles kurz und klein. So, ja, im ersten Zug. Ja, aber ich glaube, dass das so dieses Trostlosigkeit halt ausmacht. Ja. Wo du hier zermürbend bist mit immer wieder neuen Leuten, ist das da, du kannst nie deine Kraft ausspielen, ne? Weil die dich einfach runterziehen. Genau. Ich glaube, das ist so echt so Ja, also die nehmen dir halt ganz viele... Einmal hauen, ich müsste noch einmal richtig hauen. Genau, aber du kannst es nicht. Ja, das ist schon geil eigentlich. So, jetzt habe ich gerade nachgeguckt, was die nicht haben, ist ein Geländestück. Ja, wirklich jetzt nicht. Die ja, die nein. Ja, wie gesagt, immer schade. Die haben letztens noch mal ein paar neue Modelle gekriegt. Die fand ich optisch auch ganz cool. Von den Regeln her waren die jetzt eher so... Oh, also, hätte es jetzt nicht gebraucht. Haben jetzt nicht so den mega Mehrwert, ne? Ja, oder auch storytechnisch, mein gut, Nighthound hatten wir letztes Mal schon erwähnt, ist ja einfach Nekrobilden durch. Ja. Haben die Helden denn einzelne gute Geschichten dann, wenn die schon wertetechnisch, also spieltechnisch nicht mal nicht so? Habe ich mir nicht so detailliert durchgeführt. Bei mir geht es ja, ich bin ja eher der Spieler und nicht der Lore-Mensch, deswegen ich habe eher so geguckt, was können die? Und dann habe ich gesagt, also da waren natürlich ein paar bei, wo das ist ganz nett, aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das also was ja schon mal häufiger ist, dass ein neues Modell rauskommt und das dann natürlich dann coole Regeln kriegt, damit ja auch die Spieler wie ich sagen, ich brauche dieses Modell in meiner Nighthound-Liste. Ja. Habe ich jetzt nicht so empfunden. Ja, gut. Das war zum Beispiel jetzt bei den Soulblights, fand ich das dann mit dem Kabel Sikia, wo dann das The Hollow King, das Buch rauskam. Und ich hatte noch gar keine Ahnung, weil unsere Videos noch nicht so weit waren, wie der Wertetechnisch sind. Aber die Leute in den Silver Gravelords Foren sind halt abgegangen. Hey, der hat da noch gute Attacken und Co. Ja. Kannst gut spielen, der nimmt halt nur nicht dein Faction-Keyword an. Ansonsten ist alles cool. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das ist doch nice. Das ist doch so, das Ding packst du einfach, wenn du noch ein paar Punkte hast, aus Fluff mit rein, geile Geschichte, cooler Charakter, der und kann noch ein bisschen was. Genau. Und da dann halt eher weniger. Ja, ja. Also hat mich zumindest nicht überzeugt, was so. Ja, wie sieht es denn aus? Anfängertauglichkeit. Finde ich ganz gut. Ich hatte gerade eingangs gesagt, ist so Mittel, also Mittel Komplexität Regeln, ne? Weil ich also die Regeln sind jetzt nicht super komplex, aber ich muss natürlich so ein bisschen schauen, Spielstil, wie kriege ich es dann hin, ne? Trotzdem den Gegner irgendwie niederzumachen am Ende des Tages. Das ist quasi eigentlich das, was es auf Mittel hebt, statt auf leicht. Ne? Wenn wir leicht, mittel, schwer als Kategorie nehmen. Ja. Es gibt auch wieder mehr Modelle als zum Beispiel bei den Flash Eaters, aber ähnlich wie bei den Osiak. Deswegen, die gehen schon wirklich beide gut beieinander. Ich wollte gerade sagen, so im Mittelfeld hast du ja dann gerade bei der Anzahl von Einheiten ja auch immer noch den Sammelfaktor, der dich halt noch befriedigen kann. Ne? Ja. Bist halt nicht so schnell am Ende. Ja, gut, ich habe jetzt alles. Ja, genau. Mit dem sechsten Mal irgendwie den Zombie Dragon. Ne? Ja. Was aber ein Pro wieder für die ist, ist das Thema Kosten. Da es Nighthound in diversen Starterboxen gab, gibt es die wie Sand am Meer. Ja. Also natürlich dann nicht die neuesten Helden, aber wenn du sagst, ich will damit anfangen und will mir so einen gewissen Grundstock aufbauen, da wirst du ja mit Tod geschmissen. Ja, ja, also wie gesagt, also, ich habe mal die super günstige Einstieg. Plus Nighthorns hat ja auch da 30 Euro. Also da, du kommst dran. Die alten Soul Wars oder Soul, zwei Soul Storm und Soul Wars Boxen, also die kriegt man echt gut, schnell. Na, da gibt es auch ein paar von den Helden, auch als easy to build. Ja, aber die sind ja meistens kostengünstig. Ja, aber ich denke auch so vom Bemalen her mit den Tüchern oder so, das geht halt auch klar für Anfänger. Ja, genau. Also da kannst du natürlich auch von bis. Ne, ja, genau. Du kannst halt selber deine Komplexität bestimmen. Genau. Ne, wie viel Farbverlauf ist jetzt in diesem flatternden Umhang oder ist er halt einfach noch schwarz? Oder malst du noch was drauf? So, weißt du, da noch ein Ornamente oder so ein Scheiß. Ja. Aber theoretisch ist das einsteigerfreundlich. Was halt schwierig ist, du musst echt aufpassen, Transport. Die haben sehr viele Spitzen, Ecken, Kanten, ne? Genau, wie wir auch. Also das ist, da sind die Osiak ein bisschen einfacher gehalten. Da sind nicht so viele Spitzen und so weiter.
hier hast du durch diese Mäntel und dann sind die Modelle manchmal auch sehr, ja, ich sag mal, auf einem sehr kleinen Klebepunkt, ne? Das hatten wir ja vorhin mal. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt nochmal so ein Overall-Ranking machen würde, ja, Thema einsteigerfreundlich, leicht, ne? Also super Preis, Leistung und Regeln, leicht bis mittel, ja, günstige Beschaffung, Regeln, leicht bis mittel, ganz klares Mittelfeld, beides, ja, ja, sowohl solide Kosten als auch Regeln und eher schwer. Ja. Na, also das wäre so, ja. Da brauchst du schon. Da musst du schon ein bisschen, genau, das ist halt schon komplex, dann hast du viele Modelle, kannst da viel ausgeben für, wenn du nicht genau weißt, wohin es geht. Ne? Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen mein Fazit zu den vier Death-Fraktionen. Fraktionen. Ja, Komplexität hier kann ich nur bestätigen. Ja. Andersrum, ich habe das Gefühl, und dafür finde ich die anderen einfacher. Ja, ist ja lächerlich. ja, wenn du dich da einmal eingearbeitet hast, ist das ein Witz. Ja, aber das ist halt, ich mag das. Ich finde, also für mich persönlich wäre jetzt so noch, was ich spielen würde, weil ich finde die Flashy-Tag cool. Ja. So aus dem ersten. Passt ja auch, du hast ja identische Modelle teilweise. Ja, genau. Aber das wäre praktisch. Ne, also Flashy-Tag finde ich eigentlich auch noch so ganz cool, auch gerade mit der verdrehten Realität. Mega. Ja. Ossiak muss ich echt mal reingucken in die Lore. Das geht mir gerade so auf den Piss, dass ich so gar keinen Hintergrund habe dazu. Ja, guck mal, die Flash Eater und die Nighthounds kannst du auch als Verbündete spielen. Ja, genau, nur die Ossiak nicht. Guck. Wahrscheinlich ärgern die sich so, nee, ihr versklavt über unsere kleinen Brüder. Und den gab's noch nicht, das kann auch sein. Guck mal, du warst bei denen. Doch, der kam ja später. Die Ossiak Bone Reapers haben keine Verbündeten. Die wollen für sich alleine sein. Ich glaube, das ist vielleicht dann auch der Punkt. Dann, das kommt dann wahrscheinlich aus der Lore irgendwo. Wahrscheinlich irgendwie. Es gibt nur uns und sonst keinen. Wir brauchen euch nicht. Ja. Wir brauchen kein Fleisch. Aber Nagash können die mitnehmen, ne? Ja, ja. Nagash herrscht ja über alle. Ich glaube, dass die vielleicht auch direkt mit Nagash vielleicht dann so... Sie haben direkt einen Draht zum Chef. Genau. Ja, genau. Also hier mit den Mortarchen, die sind ja alle bei den Soulblights. Ja. Ne? Ja, wobei die haben auch Leander ist ja auch, glaube ich, jetzt. Die haben auch so ein Mortarchen. Da muss ich echt sagen, das Modell hat mich echt sehr enttäuscht, ja. Das ist ein richtig geiles Modell, also optisch super cool. Aber die Regeln so, ja, okay, aber nicht so, auch für die Punkte, der war recht teuer. Und dann habe ich schon, ja, oder auch keine so eine coole Fluff-Fähigkeit wahrscheinlich. Ne? So, also ich sage jetzt mal so, bei mir ist hier der eine Zauber von der Belladama, aber das ist so ein geiles Fluff-Ding. So, ich greife Leute an, jeder, der davon stirbt, fallen sich in Direwolf. Habe ich gelesen, habe ich gedacht, Alter! Geiler, was soll das? Hör auf! Ja, genau, das ist halt sowas, wo ich sage, okay, das ist ihre Stärke. So ja, das passt halt, geil, das ist das super. Macht Bock, das ist ein geiles Fluff-Ding. Das ist ein gutes Beispiel für, das ist sowohl fluffig als auch spielstark. Ja. Ja. Weil das ist sowas Typisches, was ich sage, gegen Fernkämpfer. Ja. Ja, okay, sind ein paar Fernkämpfer gestorben, super, jetzt habt ihr da Direwolves am Arsch. Ja, genau, die stehen da auf einmal, hupsi. Die brechen aus deinen alten Kameraden hervor. Das sind, okay, ne, das ist so das Ding, finde ich geil. Das ist der Grund, warum ich das spielen wollte. Ja. So, mit, ne? Ich bin gespannt. Ich will, ob das funktioniert. Ich auch. Ja. So, bei die Lady Oleander oder sowas, ich weiß nicht, die ist ja auch mittlerweile, ich sag mal, in Nagash Rat aufgestiegen, was mit ihm. Ich hab echt. Ja. Weißt du, was du zu tun hast, nachdem du deine Modelle bemalt hast? Wann brauchst du das nochmal? Wem gehörte das? Ja, das muss ich abgeben, das habe ich geliehen. Das habe ich schon echt lange. Echt ja. Perfekt. Sehr cool. Gut. Aber insgesamt finde ich Tod eine geile Fraktion. Ja. Also echt spielstark. Wundert mich, dass sie nicht häufiger vertreten sind. So. Ja. Also ich weiß, dass Soulblights haben auch das Gerücht schwer zu sein. Deswegen findet man die selten. Das ist so ein kleiner elitärer Kreis von Idioten. Was ich jetzt... Flash Eater habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja. Weil die halt einfach gut sind. Und die Nighthounds halt auch jetzt, weil die neu kamen. Ja. Da wurden die ja natürlich von GW gepusht überall. Also marketingtechnisch. Ja, ja, klar. So, alles cool. Ja, perfekt. Ja, aber finde ich schon mal, ich mache mal einen Stopp hier. Ja. Ich muss das Frühjahr machen. Haben wir einen guten Rundflug über alle. Finde ich nice. Also, coole Fraktion insgesamt. Ich mag das Farbschema, die Modelle insgesamt finde ich auch okay. Ja, ich finde die Modelle sind richtig schick. Ja. Und dann kommt der nächste, das ganz große Brett. Ja, ich habe keine Lust mehr. Wir machen nie wieder Ordnung. Hallo, Belly. Da müssen wir uns nochmal einfallen lassen. Das wird spaßig. Aber da kommt nochmal was zwischen. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns für Ordnung tatsächlich auch was einfallen lassen. Wenn wir wieder Fraktion machen, wir sind haben die gesplittet. Wir sind ja Füchse. Ja, die ziehe ich nicht in einem durch. Ey. Das ist 24 Stunden Livestream. Hätte auch mal was, ne? Oder nur über Ordnung. Und jeder so, boah, ich kann keine Ordnung mehr. Und dann mit dem Eimer hier drunter, damit keiner aufstehen muss. Ne? Genau, wie war das hier bei South Park, ne, wo die World of Warcraft spielen? Ja. Googelt es einfach. Oder googelt es besser nicht. Besser nicht. Sehr cool. Gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß. Wir hatten Spaß, habt ihr gemerkt. Ja.
Dann. Und dann bleibt ihr hoffentlich dran. Genau. Bis bald. Bis dahin. Ciao. Tschüss zusammen.